Hallo, in dieses Video will ich zeigen, wie man das Alter von einer Person ausrechnet in Excel oder irgendwelches anderes Programm, ähnliches Programm. Und zwar, man hat nur eine Sache, und das ist das Geburtsdatum von dieser Person. Ja, ich habe mal hier als Beispiel, wir haben jetzt eine Person, die ist geboren am 11.12.1914 und heute haben wir den 27.08.2012 und jetzt will ich das Alter dieser Person ausrechnen. Gut, der erste Schritt ist gleich, man nimmt dann das heutige Datum minus das Geburtsdatum. Okay? Und da haben wir jetzt die Anzahl der Tage zwischen heute und dieses Geburtsdatum. Jetzt, wenn wir jetzt das in Jahre ausrechnen wollen, müssen wir durch die Anzahl der Tage pro Jahr. Jetzt, das Jahr hat 365 Tage und dann haben wir, jede 4 Jahre haben wir so ein Schaltjahr und deswegen müssen wir dann durch 365,25 teilen. Und zwar, ich lege 2 Klammern um diese Differenz, weil zuerst muss diese Differenz kalkuliert werden und dann erst geteilt durch 365,25. So, da haben wir jetzt die 97,7 bla bla bla. Jetzt, so alt ist die Person, 97 Jahre. Gehen wir mal einen Schritt weiter. 10.12.2012 ist diese Person immer noch 97 Jahre alt. Am 11.12.2012, jetzt ist er 98 geworden. Okay, gehen wir mal einen Tag wieder zurück. Jetzt, was wir noch machen müssen, ist, ich will diese ganzen Zahlen hinter der Kommastelle weghaben. Ich will gar nicht aufrunden, weil wenn ich jetzt aufrunde, stimmt die Kalkulation nicht mehr. Er ist tatsächlich noch 97 Jahre alt am 10.12. Erst am 11.12. wird diese Person 98. Und daher müssen wir diese ganzen Zahlen wegkriegen. Und da benötigen wir eine Funktion, das ist die Funktion abrunden. Und zwar, die funktioniert folgendermaßen. Ich hole mal den Assistent. Und am besten ist über alle. Und dann abrunden. Die muss ziemlich oben hier sein. Abrunden, da ist sie als erstes. Wow. So, bei abrunden brauchen wir 2 Sachen. Eine Zahl, gehen wir mal zum Beispiel 8,95. Und dann die Anzahl der Stellen. Das heißt, wie viele Stellen hinterm Komma wollen wir haben? Jetzt in unserem Fall, wir wollen ja das Alter als Ganzzahl haben, also quasi 0. Ja? Und man sieht hier schon in der Vorschau, die 8,95 wird zu 8 runtergerundet. Okay? Und genauso machen wir das hier. Wir machen es jetzt manuell, ohne den Assistent. Und zwar abrunden. Klammer auf. Jede Funktion kriegt immer Klammer auf. So, jetzt dieser Teil, das ist die Zahl oder quasi der erste Parameter oder das erste Argument, was diese Funktion benötigt. Dann Semikolon. Jetzt kommt das zweite Argument, quasi die Anzahl der Stellen. Wie viele Stellen benötigen wir nach der oder brauchen wir nach der Komma? Nix, gar nichts, null. Also und so. So, und jetzt haben wir das Alter ganz genau da. Ja? Das ist der 10.12. ist diese Person noch 97, wenn wir jetzt 11.12.2012 gehen, ist die Person jetzt 98 Jahre geworden. Okay? Und ich habe ein Video vor einiger Zeit gemacht. Und zwar, da haben wir auch das Alter kalkuliert, allerdings mit vielen Funktionen. Diese Kalkulation hier ist wesentlich einfacher, wesentlich schneller. Aber wir kommen da genau zum selben Ziel, nämlich eine genaue Kalkulation des Alters. Das Schöne an so einer Kalkulation ist, dass die aktualisiert sich automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt diese Mappe speichere und mache sie erst nächstes Jahr auf, dann ist hier anstatt 98 steht da 99 Jahre und so weiter. Ja? Das heißt, es ist sehr nützlich bei Datenbanken. Wenn man Datenbanken hat, man ja so, Name, dann Nachname und dann hier Geburtsdatum und hier soll das Alter reinkommen. Diese Daten hier, die werden ja alle in der Datenbank manuell eingegeben. Allerdings das Alter, das darf man ja gar nicht eingeben, weil das aktualisiert sich ja jedes Jahr. Und deswegen kann man dann so eine Berechnung hier verwenden. Ja? Das heißt, zack, ich kann dann so eine Formel hier benutzen, ja, und da kann ich dann diese Formel dann runterziehen und da habe ich dann eine exakte Kalkulation von dem Alter von jeder von den Personen, ja. Alles andere muss ich hier eingeben, nur das Alter, das wird berechnet.
Okay? So, dann machen wir noch ein bisschen was Zusätzliches. Nehmen wir an, wenn jemand hier nichts eingibt, da wäre schön, jetzt die minus 14, das ist nicht sehr aussagekräftig, es wäre schön, wenn hier niemand was eingibt, dass da immer noch ein Alter ausgerechnet wird, und zwar das Alter zum heutigen Tag. Ja, und deswegen machen wir hier, das macht man mit einer Wenn-Bedingung, und zwar wenn, hier, das ist jetzt die Bedingung, wenn hier leer ist, also quasi 0, dann, und dann nehme ich unsere ganze Kalkulation von vorhin, kopiere sie, füge sie ein und lege ein Semikolon. So, und jetzt, ich mache es mal erstmal und dann erkläre ich das so heute. Und dann hier. So, und das müsste dann klappen. So, klappt ganz gut, machen wir es aus. So, ich hab hier jetzt gar nichts, und da wird das Alter nach dem heutigen Datum kalkuliert. Und zwar, was ich hier gemacht habe, ist folgendes. Ich habe eine Wenn-Bedingung, Klammer auf. So, dieser erste Teil, das ist die Logik dieser Wenn-Bedingung, oder quasi die Bedingung. Und die Bedingung heißt, wenn C5 quasi hier, wenn dieser Inhalt leer ist, 0, dann soll das genau dieselbe Kalkulation machen, wie wir es vorhin gemacht haben, nur anstatt C5 soll es das heutige Datum. Und das heutige Datum erhält man mit der Funktion heute. Ich könnte auch natürlich das heutige Datum manuell eingeben, aber dann ist es morgen oder übermorgen nicht mehr aktuell. Aber mit der Funktion heute aktualisiert sich das auch automatisch. Ja, das heißt, morgen ist dann das morgige Datum, oder wird die Kalkulation anhand des morgigen Datums kalkuliert und so weiter. Okay? So, und dann minus C2, und der Rest ist ja ähnlich. Ansonsten, nach dem Semikolon, nach diesem zweiten Semikolon, kommt dann die Sonstbedingung. Also hier, nach dem ersten Semikolon, dieser Teil, der findet statt, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Deswegen heißt es dieser Dann-Wert oder Dann-Teil. Und dann dieser Sonstwert oder Sonstteil, ist, der findet statt, oder diese Berechnung findet statt, wenn die C5, also hier, wenn das nicht 0 ist, also quasi wenn jemand ein Datum eingegeben hat, dann soll das dann diese Berechnung machen, die wir jetzt vorhin gemacht haben. Okay? So, und das heißt, heute ist diese Person 97 Jahre alt. Wenn ich jetzt ein Datum eingebe, 11. oder sagen wir mal so, 10.12.2014, dann ist diese Person 99 Jahre alt an dem Datum. Okay? Und wenn ich nichts eingebe, habe ich das heutige Datum. Und hier bei Datenbanken und so weiter benutzt man dann, da hat man dieselbe Funktion, aber hier die C5, die C5 ist dann das heutige Datum, das heißt, man macht hier auch heute, okay, minus C2, anstatt C2 nimmt man dann das Geburtsdatum hier, okay, und jetzt kann ich, geben wir mal hier was ein, zum Beispiel 9 3 1 9 7 4. Okay, so, jetzt habe ich das Datum von dieser Person, und jetzt kann ich das runterziehen auf die anderen Personen, und dann hat man dann die Datum das Alter für die anderen Leute. Okay, hier ist 112 jetzt, weil wenn nichts steht, wird die Kalkulation anhand einen gewissen Basiswert kalkuliert. Man kann das auch ausschalten, indem man sagt, okay, wenn, und dann das hier ist gleich 0, dann 0, ansonsten abrunden. Okay, genau dasselbe. Also ich habe hier jetzt wieder eine Wenn-Bedingung genommen. Hier ist E13 ist gleich 0. Das heißt, in dem Fall, wenn kein Geburtsdatum vorhanden ist, dann ist offensichtlich auch kein Alter vorhanden. Ja, dann 0. Ansonsten Alter ausrechnen. Zack. Und jetzt runterziehen. Und da haben wir es 0. Okay, und sobald ich ein Geburtsdatum eingebe, 12/4/1986, dann habe ich das Alter automatisch. Und das Schöne ist, wenn man sowas in einer Datenbank oder Tabelle macht und sie speichert, jedes Mal, wenn man die Datenbank aufmacht, aktualisieren sich die Alter. Das heißt, wenn ich jetzt am 13.04. Die Datenbank aufmache, dann ist der automatisch um ein Jahr, oder diese Person um ein Jahr älter geworden. Ja? Also nie so etwas wie Alter in eine Datenbank eingeben, weil die sind dann am nächsten